Hallo und willkommen zurück zu Warframe. Und heute gehen wir das erste Mal, ja, nach meiner langen Pause wieder zusammen in einen Archon-Hunt rein. Und zwar haben wir da einen recht guten, passenden gerade, wo wir eine Azurne-Archon-Scherbe, also die blaue, bekommen können mit einer 20%igen Chance. Nicht so hoch, aber ist okay. Und zwar, was hier sehr, sehr gut ist, dass wir, ja, wir haben leider keinen Gauss dabei, sondern Revenant Prime. Aber unsere Main-Melee-Waffen sind hier die Cronen und die Cronen Prime vor allem. Und die Cronen bekommen hier ja, plus 300% Schaden, was sehr, sehr, sehr gut ist. Und ich habe gedacht, da gehen wir doch mal zusammen rein, nutzen hier die Chance aus und kommen hier hoffentlich ganz gut durch. Wir haben als Missionstyp Sabotage, Ausgrabung und dann natürlich den Showdown als letztes. Und ich würde sagen, wir starten direkt hier rein in die Sabotage. Gucken wir mal, ob wir hier in ein Team kommen, in eine Gruppe. Mal gucken. Sieht gerade anscheinend nicht so aus, aber hoffentlich joinen noch ein paar nach. Das wäre sehr, sehr cool auf jeden Fall. Genau. Wir gucken mal, wie wir hier so zurechtkommen. Die Cronen machen ja auch so schon eigentlich gut Damage. Ich bin mal gespannt, wie die hier performen, wenn wir hier ja den Damage Boost von 300% haben. Hab natürlich die Turret auch noch mit dabei. Würde ich sagen, direkt mal mit den Cronen rein. Versuch hier, die hoch zu bekommen. Den Multiplikator hochbringen. Dann machen wir hier sogar fast alle One-Shot vielleicht. Bin mal gespannt. Wenn wir natürlich... Ja doch, okay. Ich glaube, das klappt. Wenn wir den Multiplikator hochhalten können. Ja, okay, doch. Ich glaube, wir machen sehr, sehr gut Damage hier. Ich hoffe, dass natürlich hier auch... gegen die... den Archon so dann später reicht. Im Showdown dann, aber bis dahin ist es ja noch eine Weile. Wir müssen hier erstmal sabotieren und dazu müssen wir hier vorne zum Toxinmixer. So, einmal entfernen. Einmal draufschießen. Perfekt. Und dann zum Injektor gehen, den müssen wir einmal aktivieren. Da müssen wir darüber. So. Und zwar einmal hier durch. Dankeschön. Lasst euch nicht stören von mir. Ich muss nur einmal hier kurz durch. Und den müssen wir, glaube ich, verteidigen dann. Kann ich mir zumindest vorstellen. Machen wir kurz weg hier. Blup. Einmal reinhacken. So. Und so, da drüben habe ich einen vergessen. Jawohl. Perfekt. Und jetzt müssen wir, ja, etwas verteidigen, wie gesagt. Wir benutzen hier Enthrall, dass die uns hier schön helfen. So, und dann gucken wir mal. Ob wir das hier halten können. Ganz schön viele Gegner hier gerade am Start. Aber auch einige auf meiner Seite, die mir sehr gut helfen. Okay, kann ich nicht verwenden gerade die Fähigkeit, schade. Sehr gut. Okay, den machen wir schnell weg. So, dann müssen wir die nochmal enthrallen alle. Und dann läuft es auch bis jetzt ganz gut. Sehr gut. Da unten wäre noch ein bisschen Energie. Ah, doch keine Energie. Das sind Blumen. Auch gut. Okay, wieder zurück hier hoch. Und dann haben wir es gleich schon geschafft. Sind schon bei 99%. Perfekt. Filterprozess ist bei 100%. Und wir können schon nach draußen. Das war dann schon die erste Mission von der... Ja. Vom Archon-Hunt diese Woche. Und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht in der nächsten Mission mit welchen Teamen können. Das wäre sehr, sehr gut. In der Ausgrabungsmission. Oder zumindest im Showdown dann. Muss ich mal gucken. Wäre auf jeden Fall ganz praktisch. Weil ich weiß nicht, wie gut ich im Showdown alleine zurechtkomme. Das könnte ein bisschen ätzend werden. Aber ich, ja, vielleicht bekomme ich es auch so hin. Wir schauen einfach mal. Lass uns überraschen. So, dann einmal in die zweite Mission, in die Ausgrabungsmission. Ich gehe auch einfach mit Revenant rein. Sollte hoffentlich ganz gut klappen. Ich
könnte natürlich auch jetzt Octavia oder so nehmen, aber ich glaube, mit Revenant sind wir auf der sicheren Seite. Und dann aktivieren wir natürlich den Mesmer-Skin. Einmal hier Energie nochmal holen. So, und dann müssen wir insgesamt 500 Kryotik fördern. Blup. Dann nehmen wir doch einmal hier die Energiezelle direkt mit. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. So. Dann entthronen wir die alle mal. Sehr gut. So. Müssen wir nur natürlich hoffen, dass hier Energiezellen fallen lassen. Dass hier Leute Energiezellen fallen lassen. Sorry, ich musste mich gerade ein bisschen konzentrieren. Ich habe gedacht, ich hätte da gerade einen gesehen mit einer Energiezelle. Aber war leider doch nicht der Fall. Okay, okay. So, ihr helft mir hier schön, sehr gut. Ist nur die Frage, ob hier welche mit Energiezellen am Start sind. Ich sehe leider gerade keine. Ah, da ist einer. Sehr gut. Hello. So, die Energiezelle brauche ich mal schnell. Dann mache ich dich hier einmal schnell weg. So. Wir bräuchten leider noch mal ein bisschen Energiezellen. Da unten. Sehr gut. Kurz noch die Encarn-Form aktivieren. Der ist gerade angehalten, ein bisschen ungeschickt. Einmal nochmal enthrallen alle hier. Ganzen Kollegen hier. Dass sie auf meiner Seite sind. Hier nochmal eine Energiezelle, nehmen wir auch schön rein. Und dann haben wir gleich die ersten 200 Kryotik schon. Wenn der noch bis zum Ende durchhält. So, noch 5 Sekunden. Okay, dann haben wir es gleich. Sehr, sehr gut. Ah, wir haben nur 100 Kryotik. Stimmt. Da war was. 200 bekommen wir ja nur mit dem Booster. Okay, das war dumm gedacht. Das heißt, wir müssen 5 Excavator machen. Okay, das könnte eine Weile dauern. Aber gut, wir haben ja Zeit. Oh Mann. Du bist jetzt hier natürlich ungeschickt hier direkt. So, weg mit dir. Dann gucken wir mal, wo die nächsten Gegner kommen, damit wir die enthrallen können. Und die haben es direkt kaputt gemacht. Wow. Okay. So, das ist natürlich unnötig. Dann müssen wir wohl zum nächsten gehen und hoffen, dass der nicht direkt zerstört wird. Nochmal kurz Energie holen vielleicht. Oh, das wollte ich nicht. Aktuell sehe ich hier noch keine Gegner. Da oben kommt der erste. Der ist aber schon down. Den kann ich einfach direkt wegmachen. Jo. Das ist natürlich jetzt ungeschickt. Wir bräuchten mal Energie. Aber wir haben hier keine Gegner. Die kommen hier nämlich erst alle, nach und nach. Aber keiner hat hier bis jetzt Energiezellen fallen lassen, wenn ich das richtig sehe. Hm. Da. Wenigstens eine. Okay, der ist down, alles klar, verstehe. Dann nehmen wir das hier doch direkt. Und hoffen, dass wir die ein bisschen länger halten können. So. Wo kommen die Gegner? Da hinten kommt einer. Hat er halt Energiezelle dabei. Shit. Das ist natürlich nicht so schlau. So, da unten sind noch welche. Der hat auch eine Energiezelle. Die nehmen wir schnell. Und dann einmal nach da oben.
So, sehr gut. Hält viel aus. Aber haben wir auch wegbekommen, sehr gut. So, dann machen wir die noch kurz alle weg. Da ist ein bisschen Energie am Start. Hier oben. Da, genau, sehr gut. So. In Kanonform wieder aktivieren. Hinten kommt ein Gegner hoch, den machen wir auch schnell weg. Wir sollten, glaube ich, mal mehr mit der Cronin spielen, weil da haben wir eigentlich einen Damage-Boost drauf. So. Ja, ich brauche wieder Energie. Nicht so einfach hier alles. Energiezelle, Enthrall, Enthrall. So, sehr gut. Okay, das könnten vielleicht unsere nächsten 100 sein, dann sind wir bei 230. Okay, dauert trotzdem noch ein bisschen, bis wir da alles haben. Wimpf Excavator. Na gut. Und wir haben die 100 Kryotik, sehr gut. Das heißt, wir gehen hier schnell mal zum nächsten gleich. Ich nehme aber direkt mal eine Energiezelle mit. Von dem hier, von dem Kollegen. So, wo kommen die Gegner? Da kommen schon die ersten. Aufpassen, dass hier von unten keine kommen. Hier ist es, glaube ich, schon mal ein bisschen abgeblockt von den enthrallten Gegnern. So, der ist auch weg. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da und hier schützen. Erstmal. Und da müssen wir irgendwie eine Minute durchziehen, durchhalten und irgendwie aber gleichzeitig auch noch an Energiezellen kommen. Energie, Energie. Ist da unten eine? Die nehmen wir schnell. Jetzt müssen wir aber schnell nach oben, dass die das nicht zerstören. Den schnell wegmachen. Sehr gut. So, dann wieder versuchen. Oh shit, da kommen ganz schön viele. Nicht gut. Ich würde sagen, versuchen, dass wir wieder die Inkarnon-Form bekommen. Die haben wir auch. Sehr gut. Okay, wieder Power weg. Natürlich nicht so praktisch. So, ich muss kurz ein bisschen auf die Minimap gucken. Ob da irgendjemand Energiezellen fallen lässt. Und da ist auch schon eine. Sehr gut. Okay, gut. Dann haben wir erstmal wieder 17%. Reicht natürlich nicht so viel. Nicht so lange. Leider. Hier ist unter uns ist einer. Da drüben ist noch mal ein bisschen Energie. Die nehmen wir noch schnell mit. Energiezelle. Jawohl. So. Dann wieder die Inkarnon-Form versuchen zu bekommen. Sehr gut. Und dann noch die letzten 5 Sekunden hier durchziehen und durchhalten. Dann nehmen wir die Energiezelle hier schon mal mit. Und der wurde bei 99 zerstört. Okay, auch gut. So, sind wir bei 329. Also müssen wir mindestens noch 2 machen. So, komm hier runter, perfekt. Wo wird es mir hier angezeigt? Das ist das hier Ding da oben. Da wird nämlich mir auf der Minimap ein Feind angezeigt. Gute Frage. Wahrscheinlich das Ding, ja. Bestimmt.
Okay, da vorne kommt aber der erste richtige Gegner. Die machen wir schnell mal weg. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Energiezellen. Die sind ja leider etwas rar. Was sehr ungeschickt ist. So, der ist auch weg. So, da hat einer was fallen lassen. Sogar zwei, sehr gut. Oh, und unser Excavator ist weg. Okay, so schnell geht's. Gut, dann eben einfach zum nächsten. Och, Mann. Immer noch zwei, leider. Es zieht sich wirklich jetzt hier. Aber gut, wir langsam, aber sicher kommen hier irgendwie durch. Hoffe ich zumindest mal. So, Enthrallen, den müssen wir mit wegmachen, weil der hat wertvolle Energie. Und das oben nimmt schon Schaden. Schnell ein paar Gegner enthrallen. Und dann nehmen wir hier unten die Energie nochmal mit. So. Den da oben müssen wir auch enthrallen. Wenn wir hinkommen, kommen wir gerade nicht so wirklich hin. Ah ne, der ist auf unserer Seite, glaube ich sogar. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. Raw aktivieren nochmal. Messmas gehen. Okay, der ist auch destroyed. Das ist natürlich nicht praktisch. So, jetzt hoffentlich ein letztes Mal. Okay, schwere Geburt hier, aber wir bekommen es, glaube ich, hin. Hoffentlich der letzte jetzt. Oh, aber die machen gut Damage. Shit. Ich hab schon zu viel Damage gemacht. So, wieder ein bisschen enthrallen hier. Okay, der ist auch weg, schade. Jetzt fehlen noch 50. Och Mann. Das ist echt schwierig hier. Sorry, dass es hier so ewig dauert, aber naja. Ist leider nicht so einfach, aber wir bekommen es hin. Langsam, aber sicher. Jetzt müssen wir natürlich hier Glück haben. Die müssen wir gleich mal enthrallen. So gut es geht. Einmal Raw aktivieren. In Kanonform gleich wieder bekommen, hoffentlich. So. Dann brauchen wir auch gleich nochmal eine Energiezelle. Ja, das ist blöd. Deshalb suche ich gerade eine Energiezelle. Da vorne ist auch schon eine. Die hier. Die nehmen wir schnell mit. Lup. Oh wow. Ist eh schon destroyed. Okay, gut. Dann müssen wir wohl noch zum nächsten hier. Okay, aber den müssen wir, glaube ich, nur einmal kurz anfüttern, wenn man so will. Wir brauchen ja nur noch 4 Kryotik. So, okay. Gut. Messmas gehen raw. Zumindest schon 15 Minuten hier in der Mission. Wir können den da hinten auch noch aktivieren, dann schaffen wir es auf jeden Fall. Eigentlich müssen wir die jetzt zerstören lassen. Dass es zählt, dass es schneller hier zu Ende ist. Jawohl, wir haben es geschafft. Sehr gut. Okay, perfekt. Dann ist nichts wie raus hier. Und dann gehen wir gleich schon in den Bossfight. In den finalen Kampf gegen den Archon. Und müssen wir wohl auch alleine machen. Schade.
dass wir das hier alleine durchziehen müssen, aber gut. Wir bekommen es auf jeden Fall hin, würde ich sagen. Wir könnten eine Weile dauern auf jeden Fall, aber wir schaffen es. Da bin ich mir sicher. Ich nehme aber, glaube ich, lieber die Latron mit. Latron im Kanon. Und wir haben 3 intakte Sentienkerne bekommen. Sehr gut. Kann man auch immer gut gebrauchen. Und haben halt wirklich 15 Minuten dafür gebraucht. Holy shit. Im Squad wäre das auf jeden Fall um einiges schneller gegangen, glaube ich. So, einmal hier wechseln zur Latron. Wo ist sie denn? Bei L natürlich. Latron, hier. Auf was haben wir sie ausgerüstet? Virus. Passt Virus? Ich hoffe. Welchen Archon haben wir denn? Wir haben Archon Boreal. Können wir den kurz hier nachschauen? Und zwar bei Fraktionen? Nee, anscheinend nicht. Okay. Finden wir den hier sonst irgendwo? Okay, wahrscheinlich nicht. Egal. Irgendwo hätten wir ihn wahrscheinlich schon finden können. Aber egal, es sollte uns nicht weiter stören. Wir gehen einfach rein in den Showdown. Gehen einfach so blind drauf los. Oh Mann. Das kann ja was werden. Gegen Boreal wäre wahrscheinlich sogar ein anderer Damage-Type besser gewesen. Aber egal. Wir gehen jetzt einfach damit, machen das Beste draus, dass wir irgendwie durchkommen. Bisschen Fail. Aber naja, ist ja der erste Archon-Hand wieder nach der langen Pause. Da kann man auch mal etwas länger brauchen dafür. Und wir müssen den Archon Boreal erstmal hier finden. Sind noch 250 Meter. Erstmal ein langer Weg zurücklegen. Und dann müssen wir wieder die 2 Schlüssel da finden. 2 Schlüssel holen. So, gleich geschafft. Ah, müssen wir da gar nicht. Okay. Das ist doch schon. Hello. Zwischensequenz überspringen. Wir müssen natürlich hier schön auf die Headshots gehen. Ja, ich gebe mein Bestes. Okay, jetzt müssen wir die Kollegen hier wegmachen. Die halten auf jeden Fall einiges aus. Oh shit. Hello. Da müssen wir schön aufs Rote treffen. Mal kurz Messmaskin aktivieren. Okay, mach ich's gerade richtig? Ich hoffe eigentlich. Ich klopf einfach mal drauf ein. So, warum sind die noch so geschützt? Ah ja, doch, der erste ist weg. Sehr gut. Das heißt, den zweiten bekommen wir auf jeden Fall auch so weg. Sehr gut, und dann können wir wieder gegen den Archon. Jawohl. Okay, erste Phase geschafft. Einmal nachladen. Die Inkarnenform aktivieren. Und dann hier nochmal 100 Meter zurücklegen. Okay, also der Trick gerade eben war einfach draufhalten mit dem Cronen Prime. Das hat genug Damage gemacht anscheinend. Also sehr, sehr gut. Okay, jetzt müssen wir hier einmal die Schlüssel finden. 300 Meter. Okay, müssen wir einiges an Strecke zurücklegen. Oh, gehen wir noch einmal in den Operator. Hab gedacht, es wäre ein bisschen schneller, aber wenn man es nicht kann, dann ist es nicht schneller. So. Warum geht der immer falsch rum rein? Ah ne, passt diesmal sogar. Okay. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt gerade. Wo bin ich? Hilfe. Okay, der dreht sich, muss weg. Komisch. Mit den Kronen draufhauen. So, weg.
Den ersten haben wir, sehr gut. Einmal Messmuskel nochmal aktualisieren. Und dann müssen wir gleich noch zu B. Okay, dann gehen wir vielleicht nicht in den Operator. Weiß nicht, warum das immer so zur Seite geht. Da schon wieder. Also wenn ich zurückgehe, auch wieder. Bam. Okay, verstehe ich echt nicht. Komisch, komisch. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Ob es irgendwie ein Bug ist. Irgendwie, was ist ein Bug nicht, aber irgendwas da nicht stimmt. So. Nummer 1. Und dann geht's weiter zu B. Okay, wir gehen auf jeden Fall nicht mehr in Drifter oder Operator. Wir springen so durch. Einmal nach da oben. Die Wege sind hier echt immer ordentlich lang. Echt krass. Dann würde ich sagen, kloppen wir einfach wieder mit den Kronen drauf ein. Raw einmal noch kurz aktivieren. So. Dann bekomme ich hier den Multiplikator ein bisschen nach oben. So, und dann bam, haben wir es auch schon geschafft. Nehmen den Schlüssel schnell mit. Und begeben uns auf den Weg. Und kommen dann gleich in die zweite Phase vom Archon-Kampf. Gegen Archon Boreal. Ich bleib irgendwie gerade auch überall hängen gefühlt. So, sehr gut. Einmal nach da oben. Und dann hier hoch und dann einmal den Schlüssel reinpacken. Oder das Schleier, wie es hier genannt wird. Und dann einmal hier durch. Wir können Messmuskel nochmal neu aktivieren, nochmal neu casten. Dann hier drüber springen und dann müssen wir noch 300 Meter. Oh, schon wieder so lang. Bis wir dann zum finalen Bosskampf kommen. Ich wechsle mal wieder auf die Latron, das wäre ganz praktisch. Die Inkarnonform ist noch aktiv gerade. So, und dann geht's weiter. Oh, da müssen wir einmal rein. Müssen die wieder wegmachen, oh ne. Nervig. Okay, warum hältst du so viel aus? So. Haben wir es bald? Vielleicht. Ich muss eigentlich auf das Rote schießen. Das Rote treffen. Wäre natürlich einfach, wenn ich die Inkarnonform aktiviert habe, aber gut. Okay, der ist fast down. Oh, Messmuskin. Raw aktivieren und dann auf den hier noch gehen. Okay, ist so doch schneller als mit Midis, glaube ich. Latron macht auf jeden Fall sogar auch in der Nicht-Inkarnon-Form schon ordentlich Damage. So. Und dann können wir hier wieder auf Headshots gehen. Messmuskeln aktivieren. Und dann war's es gleich mit dir, Archon Boreal. Komm schon, jetzt. Jawohl, das war's, oder? Jawohl, nice, sehr cool. Ich bekomme schon eine Archon-Scherbe. Vielleicht bekommen wir sogar eine taugefertigte. Wahrscheinlich eher nicht. Die Chance war, glaube ich, 20%. Und dann begeben wir uns schnell nach draußen. Dann haben wir unseren ersten Archon-Hunt wieder. Seit der langen Pause, nach der langen Pause, hinter uns gebracht. Erfolgreich abgeschlossen. Auch wenn die Ausgrabungsmission etwas länger gedauert hat. Und wir haben echt eine taugefertigte bekommen. Nice, richtig, richtig gut. Und noch einen Orokin-Beschleuniger.
Sehr cool. Oder die Blaupause dafür. Sehr gut. Mit 20% Chance haben wir sogar eine Taugefertigte bekommen. Sehr, sehr cool. Nice. Das hat sich doch dann mal wieder gelohnt. Okay, lohnt sich eigentlich immer. Aber das war doch cool. Cool. Haben wir komplett solo sogar hinbekommen. Hat Spaß gemacht. Sehr, sehr, sehr cool. Nice, nice. Sehr gut. Ja, 20% waren es wirklich nur. Sehr, sehr cool. Okay, ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch in der nächsten Folge wieder. Ich weiß gar nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Lasst euch mal überraschen, so wie ich mich auch überraschen lasse. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Haut rein und ciao.